Neue Chance für die Diplomatie. Nach einem Vorstoß Russlands, das syrische Chemiewaffenarsenal unter internationale Aufsicht zu stellen, scheint US-Präsident Barack Obama gewillt, von einem Militärschlag gegen das Land abzusehen. Ich glaube nicht, dass wir noch in dieser Woche eine Entscheidung herbeiführen werden. Ich glaube, es gibt noch genug Zeit für Russland und Syrien, um mit uns zusammenzuarbeiten und dieses Problem zu lösen. Aber ich will den Druck nicht vermindern. Zuvor hatte der russische Außenminister Sergei Lavrov Syrien aufgefordert, alle Chemiewaffen an die Staatengemeinschaft zu übergeben und einen Angriff so zu vermeiden. Damit stieß er auf offene Ohren. Minister Lavrov hat uns eine Initiative zum Thema chemische Waffen vorgeschlagen. Wir begrüßen den russischen Vorschlag aus Sorge um die Menschen in Syrien, die Sicherheit in unserem Land und weil wir an die Weisheit der russischen Führung glauben, die einen Angriff der Amerikaner auf unser Volk verhindern wollen. Der syrische Präsident Assad hatte noch am Sonntag in einem Interview klargemacht, dass ein Militärschlag für die USA nicht folgenlos bleiben würde. Denn niemand kann sagen, wie die Reaktion auf einen Erstschlag der USA ausfallen würde. Wir reden hier von einer ganzen Region, nicht nur von Syrien. Und diese Region ist eng vernetzt und ineinander verzahnt. Wenn man irgendwo angreift, dann muss man mit Konsequenzen rechnen, irgendwo anders, auf andere Art und Weise. In der syrischen Hauptstadt Damaskus war es am 21. August zu einem Angriff mit Chemiewaffen gekommen, bei dem weit über 1000 Menschen ums Leben kamen. Wer dafür verantwortlich ist, ist bisher nicht vollständig geklärt.